So, ihr Lieben, tatsächlich nur noch 2 Tage und dann gehen wir in eine wunderbare Zeit, in die Adventszeit, die man uns nicht nehmen kann, auch wenn sie ganz anders verlaufen wird wie die letzten Jahre. So ist es doch eine ganz, ganz besondere Zeit, auf die wir zugehen. Wir sind in unserem Pastor at Home immer wieder bei Jesus. Klar, jetzt kommen wir in die Adventszeit und Weihnachten, wo es wieder von vorne beginnt mit seinem Leben. Aber wir sind durch das Evangelium des Markus halt schon lange mit ihm unterwegs. Und ich bin bei Markus 8 und da gibt es eine besondere Situation. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs, vielleicht essen sie auch gerade oder frühstücken. Auf jeden Fall fragt er sie und sagt, Jungs, was denken eigentlich die Leute über mich? Oder was sprechen die so, wenn ihr durch die Dörfer zieht? Jesus hat seine Jünger ja öfter alleine losgeschickt, um Kranke zu heilen, um zu evangelisieren. Und er fragte sie eben, was reden die Leute über mich? Und dann sagt der eine, ja, die halten dich für einen Propheten, einige halten dich für Elia, einige halten dich für die Wiederkehr des Johannes. Und dann fragt Jesus sie ganz persönlich, sag doch mal, für wen haltet ihr mich? Und das ist eine ganz wichtige Frage, weil natürlich die Juden warteten seit Jahrhunderten, das Volk Israel wartete seit Jahrhunderten auf den Messias, auf den Retter, auf den, der die Wende bringt. 400 Jahre hatte Gott geschwiegen. Man war in großer Erwartung, weil da ein Prophet aufgetaucht war, der Johannes, der Täufer. Es war eine neue Bewegung entstanden. Und jetzt diese Frage. Und Petrus antwortet natürlich schnell. Er ist von seiner Persönlichkeit ja immer einer der Schnellen gewesen. Und sagt dann raus, du bist der Christus. Du bist der Retter, auf den wir warten. Und das war eine unglaubliche Aussage. Sie sitzen da zusammen und dann das zu sagen, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Christus. Du bist den, auf den wir alle warten. Und Jesus sagt im Paralleltext im Matthäus-Evangelium, immer Petrus, bild dir nichts drauf ein, das hast du nicht aus dir selbst. Und nicht, weil du so ein cleveres Bürschchen bist, sondern das hat dir Gott geoffenbart, diese Antwort. Aber ich glaube, da er dem Petrus nicht widerspricht, er verbietet den Jüngern, darüber zu reden. Also er negiert das nicht und sagt, nee, also da habt ihr mich missverstanden, sondern er bestätigt das ja. Und ich glaube, Petrus war innerlich so doch richtig stolz, dass er A, das Richtige gesagt hat und dann zu wissen, hey, wenn das wirklich der Sohn Gottes ist und wir sind so seine Mannschaft hier, die engsten Vertrauten, wow, das ist ja super. Und noch am gleichen Tag, vielleicht ein paar Stunden später, vielleicht aber auch sofort, heißt es, und dann fing Jesus an, von seinem Tod zu reden. Er fing an, dass er nach Jerusalem gehen würde und dass er verraten würde und dass er gefoltert würde und dass er sterben würde. Und die Jünger, die können das einfach nicht fassen. Und deshalb hören sie auch das, was Jesus danach noch sagt. Er wird am dritten Tag auferstanden. Das hören sie nicht, wollen es auch nicht hören, sondern sie sind bei dem Anfang, er soll verraten und verkauft werden. Und während die einen Jünger ihn so richtig mit großen Augen anstarren und sagen, das kann doch wohl nicht wahr sein, nimmt Petrus seinen Rabbi, so zerrt ihn am Ärmel. Im Paralleltext heißt es, er fuhr ihn an und nimmt ihn so beiseite und sagt, also pass mal auf Jesus, schlag dir das aus dem Kopf, das kann doch wohl nicht wahr sein, das kann doch nicht dein Ernst sein. Gerade noch hat er so gedacht, hey, wow, wir mit ihm zusammen und jetzt will er sterben oder soll er sterben. Und dann guckt Jesus ihm ganz tief in die Augen und schaut hindurch und sagt diesen Satz, Satan, hau ab hinter mich. Denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern du meinst das, was menschlich ist. Also da sieht man in Petrus einerseits so eine Antwort zu geben, die richtige Antwort, 100 Punkte, und dann völlig falsch zu reagieren. Weil er diese andere Ebene auch nicht kennt und er ist zwar derjenige, der es ausspricht, aber Jesus sieht dadurch, da ist eine Versuchung dahinter. Da ist Satan dahinter, der ihn von dem Kurs abbringen will, der ihn vom Kreuz abbringen will und er benutzt den Petrus. Und ich finde es toll, dass Jesus Petrus anschaut, er sagt, Satan hinter mich, also der muss abzischen.
Und Petrus bleibt ja vor Jesus stehen. Und er sieht ihn einfach an. Und dann kommt auch dieser Satz eben. Da gibt es eine Ebene, die ist göttlich, und da ist es eine Ebene, die ist menschlich. Und menschlich gesehen, ja, kann man den Petrus verstehen, dass er sagt, hey, Jesus, erspar dir das, und das kann doch wohl nicht wahr sein. Aber diese göttliche Ebene, dass Jesus sterben muss, ganz bewusst gesagt, er muss sterben für die Sünden der Welt, für meine und deine Sünden. Dass das eine wirkliche, dass es nicht nur der Wille Gottes war, sondern wirklich auch, das musste Jesus tun. Das ist die göttliche Ebene, die Petrus überhaupt nicht erkennen kann. Und so ist das bis heute so. Diese beiden Ebenen gibt es nach wie vor natürlich. Es gibt die göttliche Geschichte. Es gibt die göttliche Ebene, dass etwas geschieht, was außerhalb unserer Denkmöglichkeit ist. Und wenn Gott uns etwas zeigt aus seiner Geschichte, dann immer nur durch Offenbarung. Und dann haben wir die menschliche Ebene. Und da beurteilen wir Dinge nach unserem Verstand, nach unseren Erfahrungen, nach dem, wie wir Dinge sehen, wie wir Dinge beurteilen. Und da läuft manches schief. Auch was wir zurzeit so sehen. Menschen bringen ihre Beurteilung. Die einen sagen dies, die anderen sagen das, wieder andere sagen alles Mögliche. Und dann gibt es die ganzen Verschwörungen. Alles, was damit zu tun hat, ist es so die menschliche Ebene, wo wir uns Gedanken machen, wie was zu sein hat und wie was zu sein scheint. Aber darüber gibt es eine göttliche Ebene. Und das ist wirklich immer wieder zu sagen, Gott, was ist deine Sicht der Dinge? Auch in deinem persönlichen Leben. Es gibt die Ebene, die du nicht verstehst. Und es gibt die Ebene, wo du meinst, Antworten zu haben. Aber ich rate dir gerade so in Dingen, wo du am Kämpfen bist und wo du nicht genau weißt, wo es lang geht, immer wieder sagen, Gott, zeig du mir deine Ebene, zeig du mir deinen göttlichen Plan, wie du Geschichte schreibst. Denn das ist das Entscheidende, dass das passiert. Nicht, wie wir unsere Ebene sehen und was auf dieser Ebene alles passiert. Ich lade dich ein, immer wieder vor Gott zu sein und gerade in Fragen, die du hast, nicht dich einfach nur festzulegen, so ist das und so bleibt das und mein Bild ist richtig, sondern immer wieder sagen, Gott, wie siehst du das eigentlich? Wie passt es in deine Geschichte rein? Und Gott dann zu vertrauen und sagen, ich weiß, deine Geschichte läuft ohne Fehler. Deine Geschichte, du benutzt unsere ganzen Fehler, unsere ganzen falschen Dinge benutzt du, aber deine Geschichte ist vollkommen. Ich wünsche dir für dieses Wochenende wieder einen neuen Vertrauensschritt. Wenn wir in die Adventszeit reingehen, auch da merken wir etwas von der großen Geschichte, die Gott geschrieben hat. Was da alles Weihnachten passiert ist, drumherum eben, das war die menschliche Ebene, die wir sehen können, die Geschichte. Aber darüber gab es Gottes Ebene. Und ich freue mich auf die Weihnachtsbotschaften, ich freue mich auf die Adventszeit. Und mal sehen, wie lange wir zusammenbleiben mit Pastor at Home. Wir haben jetzt auch unsere 24-mal Weihnachtsgeschichte, läuft es langsam los. Aber jetzt erstmal für diese Woche, diese letzte Einheit. Es gibt zwei Ebenen und frag immer mal wieder Gott nach, wie er die Dinge sieht. Gottes Segen dir fürs Wochenende.